Ja? Moment, da kommt er gerade. Hallo? Ah, Stefan. Ich bin in der Candidstraße. Nähe Stadion. Seit einiger Zeit folgt mir ein Wagen. Es sind zwei Männer im Wagen. Es ist ein Oldsmobile. Kennzeichen M für München. Peter Martin 28. 3-2. Stell mir fest, was mit dem Wagen ist. Mhm. Ja? Ja, Stefan, was glaubst du, was das Ganze bedeuten soll? Ich habe keine Ahnung. Ich fahre jetzt mal Volkmarstraße, Harlachinger Straße. Und dann werden wir ja sehen, ob er mir folgt. Na? Der kommt verdammt nahe. Jetzt überholt er. Stefan! Ja, meld dich doch, was ist passiert? Hörst du mich? Du gib Alarm, folg mal Harlachinger Straße. Langsam. Kannst du dir das erklären? Was ist das? Ist das ein Racheakt? Ich meine, womit könnte sich Derek einen solchen Hass zugezogen haben? Keine Ahnung. Irgendwie riecht es nach Profis. Entweder ein gekaufter Killer oder die handelten in eigener Sache. Aber wann hatten wir mit denen zu tun in der letzten Zeit? Noch die Geschichte mit Korda, der Fall Korda. Korda? Ja. Das ist der Einzige, der mir dazu einfällt. Korda ist vor 4 Wochen zu 15 Jahren verurteilt worden wegen Totschlag. Derek hat ihn überführt und im Gerichtssaal hat er noch zu ihm gesagt, als werden sie mir eines Tages büßen. Die Lebensgefahr ist gebannt, wenn keine Komplikationen eintreten. Also hat er eine Chance? Ja, er hat eine Chance. Aber mehr auch nicht. Kann ich zu ihm? Er ist noch ohne Bewusstsein. So, ich gehe jetzt. Und du willst auch sicher schlafen. Also, wegen mir brauchst du nicht zu gehen. Ich
kann eh nicht schlafen. Und gegessen hast du den ganzen Tag auch nichts? Kann nichts essen. Wie spät hast denn du? 11. Du hast doch erst vor einer Stunde angerufen. Ja, die chirurgische bitte, Dr. Steinbach. Ja? Ja, hier ist nochmal Kriminalpolizei Klein. Aha. Ja, gut, danke. Hat sich nichts verändert. Wir können bloß hoffen und warten. Aber wir müssen, dem Fall müssen wir doch vorankommen. Das ist eine, sage ich dir, mir ist jedes Mittel recht. Jedes! Der Herr Präsident und der Herr Kriminaldirektor. Guten Morgen. Guten Morgen, Herr Klein. Guten Morgen, Herr Klein. Es geht darum, Herr Klein, wer die Ermittlungen leiten soll. Ja, aber das ist doch keine Frage. Ich meine, das ist meine Sache. Das heißt, unsere Sache. Ja, aber Sie sind vielleicht zu sehr betroffen. Sie sind Freunde, das weiß man. Das ist allgemein bekannt. Ja, umso mehr ist es doch meine Sache. Ich meine, wir haben schon den ersten Verdacht. Ich bin mir da ziemlich einig mit Derek. Der Fall Korda. Vor 4 Wochen ist Korda verurteilt worden zu 15 Jahren. Und noch im Gerichtssaal hat er gesagt, das werden Sie mir büßen, zu Derek. Das ist also aktenkundig. Ja. Ich meine, Derek hat das nicht ernst genommen, was ein Fehler war. Na gut, hinterher ist man immer klüger. Korda gehört zur Unterwelt. Er gibt sich zwar als ehrenwerter Geschäftsmann, aber er ist ein Verbrecher. Und mit allergrößter Wahrscheinlichkeit geht dieser Anschlag auf Derek auf sein Konto. Gut, Sie übernehmen den Fall. Hast dir ganz schön was aufgeladen. Ja, ich weiß. Und du willst mit allen Mitteln vorgehen? Ja, mit allen. Und wie? Jakobsen muss uns helfen. Jakobsen, der Zivilfahnder? Er ist kein Zivilfahnder, er ist ein V-Mann. Außerdem ist er mit Derek befreundet und er kennt sich aus im Milieu. Und so mit Korda. Weiß. Go dirty streets. Empty eyes. Ways. Lost dreams and no chance to rise. Wir kennen uns. Ja, wir haben uns lange nicht gesehen. Was habe ich da gelesen? Derek haben Sie angeschossen? Wer ist das? Guten Tag. Guten Tag. Ich gehe auf den Speicher. Und wenn die Kinder rein wollen, sie sollen unten bleiben. Scheußliche Geschichte, die da passiert ist. Fahren neben ihm her und ballen drauf los. Italienische Zustände, wie? Naja. Ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht, weil die Leute weniger in die Kirche gehen, was meinen Sie? Vielleicht. Denkt ihr bei der Polizei über sowas nach? Ja, ich glaube schon. Ja, dann kommen Sie rein. Dass Sie zu mir kommen, hat doch seinen Grund. Ich wollte Sie fragen, ob Sie mir helfen. Ich?
Ich Ihnen helfen. Rauszukriegen, wer auf Derek geschossen hat. Wissen Sie eigentlich, wer ich bin? Klar. Ich war mal bei der Polizei. Und sind dann ausgeschieden. Wissen Sie warum? Nein. Weil es mir bei der Polizei nicht mehr gefiel. Ich mochte den offiziellen Dienst nicht. Die Uniform trennte mich von den anderen Menschen, was mir nicht gefiel. Hinzu kam, dass ich die Leute, die ich bekämpfen sollte, eigentlich ganz menschlich fand. Ich kam mir vor wie ein Wanderer zwischen zwei Welten, der sich mal da wohl fühlt, mal da. Der Polizei helfe ich. Manchmal. Aber nach meinem Gusto. Ich ermittle gegen Korda. Der sitzt doch. Wir ermitteln gegen ihn und seine Leute. Gegen Korda und seine Leute. Lassen Sie mich mal was fragen. Kennen Sie das Oriental? Namen nach. Waren Sie schon mal drin? Nee, ich habe damals nicht ermittelt. Also, Kordas Leute kennen Sie nicht? Nein. Sind Sie ganz sicher? Was heißt sicher? Ziemlich sicher. Ziemlich. Ziemlich ist ein ziemlich falsches Wort. Das gefällt mir gar nicht. Wissen Sie, ich mag Derek. Und dass man ihn auf diese Weise abknallt, gefällt mir nicht. Obwohl ich mich andererseits wieder frage, muss ich mich da einmischen? Also, ich schlage Ihnen Folgendes vor. Sie gehen heute Abend dahin, gehen an die Bar, trinken was. Ich merke dann schon, ob man Sie da kennt oder nicht. Ihr Mensch! Ich habe doch gesagt, ihr sollt draußen bleiben. Verdammt noch mal, los, verschwindet! Also, Sie sind auch da? Ja. Aber Sie kümmern sich nicht um mich. Verstanden? Dann spielen Sie an irgendeinem der Automaten herum, sprechen mit einem der Mädchen. Ja, Sie zeigen sich eben ein bisschen, ne? Jawohl. Was ist denn jetzt schon wieder los? Na, dann komm her. Wo tut dir denn was weh? Das ist sowieso schon wieder gut. Der Patient darf nicht gestört werden. Ich wollte mit ihm reden. Er darf nicht sprechen. Vielleicht zu. Stefan. Ich gehe heute Abend ins Oriental. Ich habe mit Jakobsen gesprochen. Jakobsen hilft mir. Over my way. Scotch, Bourbon, Bourbon. Noch ohne Begleitung? You are the way I need. You are my way I believe. Mein Gott, da geht's raus, Mann. Den Apparat, den musst du kennen. Wenn du den nicht kennst, verlierst du bloß Geld. Du
Für den mussten wir Fingerspitzen geführt. Ich mach dir einen Vorschlag. Du lässt mich spielen mit deinem Geld und wir machen halber-halber, ne? Du verschwind hier. Ja, hast du nicht gehört, was ich dir gesagt habe? Mit dem Apparat musst du umgehen können. Ist ja gut. Weil das musst du in den Fingern haben. Nun sei doch nicht so blöd. Das heißt, wir verschwinden. Na, ich mach dir doch bloß ein Angebot. Das weiß doch jeder hier, dass aus dem Apparat nichts rauskommt. Das weiß doch jeder hier. So, jetzt wollen wir mal rein. Es gibt nichts. Was? Es gibt nichts. Was soll denn das heißen? Ich glaube, ich will Sie betrügen. Das ist verschwinden. Los, mach doch nicht so einen Terror hier. Rossi, ich will doch nur für ihn spielen, du weißt doch. Ich verstehe mich doch noch auf den Apparat. Ich hol doch was raus. Ich hab ihm doch nur gesagt, dass ich sein Geld haben will. Ausmachen! Meine Herrschaften, es gibt gleich was. Die Musik spielt gleich wieder für Sie. Ganz. Ich hol noch was raus. Der Besoffene pöbelt die Gäste an. Ich will nur für ihn spielen. Bitte gehen Sie auf die Tanzfläche. Ich verstehe doch, ich wollte doch Musik nur spielt für gleich spielen. Wieder. Sein Geld ist doch sonst sowieso. Ausmachen, was? Chef. Was ist denn eigentlich los? Schon erledigt. Mann, nee, dann mach doch weiter. Everybody, here we go! Werfen Sie solche Leute gleich raus. Weck die nicht auf. Erich! Aber versauf das Geld nicht hier. Keine Angst. Danke, Jakob. Sie haben das Ganze inszeniert mit dem Besoffenen. Mhm. Wie sollte ich denn sonst rauskriegen, ob man Sie da kennt? Sie waren alle da, alle haben Sie gesehen, worauf es mir ankam. Haben Sie den Mann gesehen, der aus dem Büro kam? Ja, den habe ich gesehen. Engels, der Kompagnon von Korda. An den müssen Sie sich halten und an Frau Korda natürlich, die nicht da war, aber die wir jetzt hier sowieso nicht kennen. Die Kleine will ich sprechen. Weil sie denkt, sie ist krank, sie ist aber nicht krank. Ist bloß ein Trick. Sie sagt, der Bauch tut ihr weh und du sollst kommen. Ah, ja, ja. Frau Korda hat einen Sohn, der noch zur Schule geht. In keine normale natürlich. In ein Internat am Bodensee. Was sie sich leisten können, Korda und Frau. Ja, der Drang nach dem Höheren. Selbst bei solchen Leuten. Der Junge ist hier. Sie kommt ihm nicht verheimlichen, dass der Vater in den Knast geht. An den müssen Sie ran und über ihn in die Familie. Verstanden? Na, was hat denn dein Bübchen? Hm? Gut, tut sie denn nicht. Bauch, wer weiß, was du da wieder gegessen hast. Hm? So, tut's hier weh? Hier weh? Hier weh? Hier weh? Schaut sie sich das an. Will nur gestreichelt werden. So. Haben Sie Schwierigkeiten? Der Motor springt einfach nicht an. Verstehen Sie was davon? Nicht viel. Aber vielleicht versuchen Sie es nochmal. Tja, es ist entweder die Zündung oder die Einspritzpumpe. Also ich kann Ihnen da nicht helfen, aber ich könnte Sie abschleppen.
hier bin ich zu Hause. Ah ja. Vielen Dank, das war wirklich sehr nett von Ihnen. Ah, nicht der Rede wert. Sagen Sie, ich hätte eine Frage, könnte ich bei Ihnen mal telefonieren? Ich habe nämlich einen Termin. Ja, selbstverständlich. Das ist Ihre Frage. Ah ja, danke. Das dauert nicht lange. Lassen Sie sich doch Zeit. Wollen Sie was trinken? Ja, ich sage nicht nein. Ja? Ja, hier ist Klein. Ja, ich wollte nur sagen, ich komme ein bisschen später. Ich bitte Sie, da seien Sie ganz vorsichtig. Mit diesen Leuten ist nicht zu spaßen. Sie begeben sich da auf ganz dünnes Eis. Bitte vorsichtig. Ja, ich bin Universitätsangestellter. Assistent an der juristischen Fakultät. Jurist? Ist das nicht viel zu trocken? Jura wäre bestimmt nicht mein Fall. Danke. Auch ich habe mich eigentlich immer schon für Rechtsfragen interessiert. Ich möchte gern Germanistik studieren oder Philosophie. Jura wäre sicher praktischer. Aber es interessiert mich nicht. Was macht denn Ihr Vater? Mein Vater? Ja. Ich meine, gewöhnlich ist es doch so, dass Kinder immer in die Fußstapfen des Vaters treten sollen. Tja, ja, das ist wohl so. Aber bei uns trifft das nicht zu. Ich habe die Einstellung nicht. Ich bin kein Kaufmann. Ah. Sie sind kein Kaufmann. Nein, das bin ich nicht. Das wird natürlich dem Herrn Papa nicht so sehr gefallen. Nein, das sieht er nicht gerne. Haben Sie noch Geschwister? Nein, ich bin der einzige Sohn. Da ahne ich natürlich große Schwierigkeiten mit dem Herrn Papa. Bin ich da in ein Fettnäpfchen getreten? Nein, nein. Mama, mein Wagen ist nicht angesprungen. Dieser Herr hier war so liebenswürdig, mir zu helfen. Guten Tag. Guten Tag. Dein Wagen sprang nicht an? Ja, er hat mich dann abgeschleppt. Ist mein Sohn Ihnen etwas schuldig? Aber ich bitte Sie, ganz im Gegenteil, aber ich muss jetzt gehen. Vielen Dank für den Drink und für das Telefonieren. Wiederschauen. Auf Wiedersehen. Bring Sie ihn aus. Sie sind Jurist, sagten Sie? Assistent eines Professors? Ja, für Strafrecht. Sagen Sie, ich müsste Sie noch mal sprechen. Ich brauche einen Rat oder auch eine Auskunft. Mein Vater ist im Gefängnis, wegen Mord verurteilt. Das klingt aber gar nicht gut. Dr. Harry Klein. Er hat mir die ganze Geschichte erzählt und jetzt fragt er, was man da tun kann. Mit der Aufnahme des Verfahrens und so weiter. Er hält seinen Vater für absolut unschuldig. Ist er naiv? Ja, vielleicht. Das habe ich mich auch gefragt, aber auf mich wirkt er eher ahnungslos. Ahnungslos? Ja, so als wüsste er nicht, womit sein Vater sein Geld verdient. Das muss er doch wissen. Der ist doch nicht von gestern. Es kann doch sein, dass er wirklich keine Ahnung hat. Die haben den Jungen in ein Internat gesteckt und da ist er nun seit Jahren. Und hier ist er nur in seinen Ferien. Und seinen Eltern sieht man nicht unbedingt an, was und wer sie sind. Ein ganz normaler bürgerlicher Anstrich. Und das sicherlich nicht ohne Absicht. Sau komisch. Dass ein Mann wie Carter diese bürgerliche Sehnsucht hat. Haben Sie die Papiere neben dem Telefon liegen lassen? Ja.
guten Abend. Ich bin's nochmal. Ich hab meine... Sie haben Ihre Papiere vergessen. Ich fand sie neben dem Telefon. Bitte schön. Sehr freundlich. Sie liegen noch hier. Kommen Sie. Ich hab hineingeschaut. Entschuldigen Sie. Danke. Sie arbeiten an der Universität? Ja. Jurist? Ja. Wollen Sie die Universitätslaufbahn weitermachen? Ich weiß noch nicht. Oder wollen Sie in die Justiz? Richter werden. Tun Sie es nicht. Alles andere, nur werden Sie kein Richter. Ja, wieso? Was spricht denn dagegen? Weil Richter nur das sogenannte Gesetz im Kopf haben. Und das Gesetz hat nichts mit dem Leben zu tun. Sie sind es nochmal. Sie hatten Ihre Ausweise vergessen. Ja. Ich habe mir schon gedacht, dass Sie nochmal herkommen würden. Haben Sie Zeit? Ja. Ich würde nämlich gerne nochmal mit Ihnen sprechen. Du hast doch nichts dagegen, Mama. Nein, nein. Danke. Wissen Sie, ich habe mir die ganze Zeit Gedanken gemacht. Worüber? Naja, wir hatten noch über meinen Vater gesprochen. Ah ja, ich habe mich erkundigt. Der Prozess liegt ja noch nicht allzu lange zurück. Falsch, alles falsch, was Sie gehört haben. Es ist doch alles falsch wiedergegeben worden. Tatsache ist, dass Ihr Vater einen Menschen erstochen hat. In Notwehr, das war Notwehr. Mein Vater hat noch nie in seinem Leben einem Menschen etwas zuleide getan. Ich kenne ihn doch. Ich werde meinen Vater doch kennen und das besser als jeder andere. Ihr Vater ist bekannt als Besitzer von einschlägigen Lokalen, die nun wirklich nicht den besten Ruf haben. Bordelle? Ja, aber solche Lokale muss es auch geben. Ich meine, man kann sie doch betreiben, ohne dazuzugehören. Wo dazugehören? Zu den Leuten, die solche Lokale besuchen. Zu dieser Halbwelt, Unterwelt. Also nach all den Unterlagen, die ich kenne, hat Ihr Vater dazugehört. Tja, aber wie können Sie denn sowas sagen? Der weiß, die Wahrheit ist. Ich will Sie nicht kränken. Sie tun es aber. Wahrscheinlich müssen Sie diese Einstellung haben, die aber eine falsche ist. Wie sieht denn Ihre Mutter den Fall? Meine Mutter ist viel schlimmer dran. Sie ist wie tot, wie gelähmt. Sie hat sich sehr gut mit meinem Vater verstanden. Sie hat nach dem schrecklichen Urteil nächtelang nicht geschlafen und kann es heute noch nicht. Besuch. Hallo, Konrad. Abend. Abend, ist das ein Wetter? Fast jeden Abend bekommt sie Besuch. Das sind Geschäftsfreunde meines Vaters. Ja, sollten Sie nicht guten Abend sagen. Nein, meine Mutter hat es nicht gewollt. Auch mein Vater hat nicht gewollt, dass ich diese Leute kennenlerne. Sie hätten nicht den Stil, nicht das Format. Wissen Sie was? Ich möchte den Prozess meines Vaters ganz unbefangen beurteilen können. Wollen Sie mir dabei helfen? Okay. Herr Michael. Kennen Sie? Ja, ich wüsste nicht, woher. Ich habe Sie doch schon mal gesehen. Ich kann Ihnen da nicht helfen. Guten Abend. Guten Abend. Wo bist du? Wer war dieser Typ? Ein Bekannter von Michael. Was, ich kenne den doch. Er ist an der Universität beschäftigt. Ich habe seine Papiere überprüft. Sage mal, Stefan. Da geht's ja offensichtlich wieder besser. Halbwegs, ja, so einigermaßen. Und wie ist es mit dem Sprechen? Ja,
Es fällt ein bisschen schwer. Es pfeift. Pfeift. Paula. Jakobs. Ja, ab da ging's aufwärts. Toll, dass du den Namen behalten hast. Dann kann ich dir ja berichten. Der junge Korda erzählt, dass seine Mutter fest entschlossen ist, die Richter und die Polizei fertig zu machen. Er hält sich zu Hause ihr eigenes Gericht, um die Polizei zu verurteilen, dich zu verurteilen, die Richter. So eine ist das. Warten Sie schon lange? Oh, es geht. Ja, bei euch spielt Zeit eine Rolle, bei mir nicht. Wir sind das Warten gewöhnt. Ja, weil Sie fürs Warten bezahlt werden, wie? Ich habe ein dummes Gefühl bei der ganzen Sache. Auf einmal. Ein dummes Gefühl, als ob da was schiefläuft. Was soll denn da schieflaufen? Ach, fragen Sie mich doch was Leichteres. Ich weiß, dass ich einen Fehler mache, aber manchmal kann ich mich einfach nicht dagegen wehren, einen zu machen. Hm? Was ist denn los? Hallo, Trudi, dürfen wir reinkommen? Ob wir reinkommen dürfen, habe ich gefragt. Ist der schon da? Das ist ein Ton, was? Aber ich habe mich mit den Jahren daran gewöhnt. Ich kenne Trudi seit 20 Jahren. Trudi war vor 20 Jahren eine Schönheit. Oh, ist sie heute noch? Aber damals... Ja. Mensch, hat sie viel Geld an mir verdient. Und ich muss Ihnen eines sagen. Es hat mir nie leid getan. Na, hör doch endlich auf. Bin ja schon dabei. Bring dir da einen Knaben, um den ich ein bisschen Angst habe. Den habe ich schon gesehen. Genau. Er will Korda und Genossen aufs Kreuz legen. Ist er lebensmüde? Sind wir das nicht alle? Ich bin's, du bist es. Ist doch nichts Besonderes. Anderes. Ach, red doch, dass ich dich verstehe. Oder verstehen Sie ihn? Nicht ganz. Okay, okay. Also, Korda ist weg. Was ist jetzt in dem Lokal geschehen? Irgendjemand muss doch seine Stelle eingenommen haben. Und wenn das jemand weiß, dann weißt du es. Menschenskind, lass mich doch in Ruhe. Ein Scheißkerl ersetzt den anderen. Sag einen Namen, Trudi. Weißt doch, dass ich ungern Namen in den Mund nehme. Weiß ich ja, weiß ich ja. Aber einmal, mir zuliebe. Hm? Ross ist es, Herr Inspektor. Ross? Der Kellner? Alle Achtung. Der hat also jetzt den Fuß auf der Treppe nach oben. Hätte ich nicht gedacht. Was Sie meinen, der hat die Anteile von Korda übernommen. Habe ich das richtig verstanden? Ja, das haben Sie richtig verstanden. Es würde doch voraussetzen, dass Frau Korda damit einverstanden sein muss. Oder sie hat ihn sogar ausgesucht. Ich will Sie nicht hindern beim Kombinieren. Ich komm doch da nicht in den Regen, weil ich da was gesagt habe. Keine Angst, Engelchen. Keine Angst vor Regen. Wir stehen schon mittendrin.
verschwinde. Haben Sie es mitgekriegt? Ross ist Ihr Mann. Ja, das ist gut zu wissen. Ja, noch was sollten Sie wissen? Ich habe da mal was gelesen, eine Umfrage oder sowas nach dem schäbigsten Charakter, den ein Mensch haben kann. Was ist das? Na, Sie werden es mir sagen. Gefühlskälte, völlige Beziehungslosigkeit zu anderen Menschen. Das ist Ross. Ich habe Sie schon erwartet. Hoffentlich nehme ich Ihre Zeit nicht zu sehr in Anspruch. Nein. Sagen Sie, ist Ihre Mutter da? Nein, aber ich habe ihr gesagt, dass Sie kommen. Ich habe ihr auch gesagt, worüber wir sprechen. Mhm. Wollen Sie eine Tasse Tee mit mir trinken? Ja, gern. Was haben Sie denn Ihrer Mutter noch gesagt? Dass ich mich über Verfahrensfragen informieren will. Ich muss doch wissen, wie es zu dem Fehlurteil gekommen ist. Ja und, was meint Ihre Mutter dazu? Tja, sie sagt, sie hält nichts davon, dass ich mit jemand darüber spreche, der keine Praxis hat. Da habe ich ihr gesagt, dass ich Vertrauen zu ihnen habe und dass sie mir wahrscheinlich einige Sachen besser erklären können als ein Anwalt. Die haben wir ja auch gehabt, 2 oder 3. Aber die setzen einfach zu viel voraus. Haben Sie sich informieren können? Ja. Ich habe mir alles besorgt, was über den Prozess berichtet wurde. Und was ist Ihre Meinung dazu? Es kam ausführlich zur Sprache, was Ihr Vater für Tätigkeiten ausgeübt hat. Waren Sie beim Prozess nicht dabei? Tja, ich habe da von dem Prozess gar nichts gewusst. Das verstehe ich nicht. Meine Mutter wollte mir die Aufregung ersparen. Aber Sie haben doch sicher die Prozessberichte gelesen. Ich meine, die Zeitungen waren ja voll davon. Das war doch alles übertrieben. Die Presse übertreibt doch immer. Das war ein gefundenes Fressen für die. Haben Sie eigentlich jemals eines der Lokale Ihres Vaters besucht? Nein. Warum nicht? Er hat es nicht gewollt. Er hat gesagt, dahin gehöre ich nicht. Und Ihre Mutter meinte das auch? Ja. Sie kennen doch einen Mann namens Ross. Ja. Warum fragen Sie? Woher kennen Sie diesen Mann? Guten Tag. Guten Tag, Herr Klein. Darf ich einmal mit deinem Gast allein sprechen? Nur ein paar Minuten. Natürlich, Mama. Nur einen Moment. Was will der Junge eigentlich von Ihnen wissen? Näheres über den Prozess gegen seinen Vater. Er will nicht wahrhaben, dass sein Vater ein Mörder ist. Der Junge hat ganz recht, wenn er sich dagegen wehrt. Sein Vater ist kein Mörder. Ja, nach dem Urteil ist er einer. Das Gericht hat da ein Fehlurteil gefällt. Die ganze Sache ist eindeutig ein Justizirrtum. Sie widersprechen ihm doch da nicht. Ja, ich habe ja nur die Prozessberichte gelesen. Ach, wie können Sie das denn? Die Zeitungsausschnitte. Hören Sie. Mein Sohn ist sehr, sehr weich, sehr empfindlich, leicht zu beeindrucken. Wir, mein Mann und ich, haben gewisse Dinge, die mit der Wirklichkeit des Lebens zu tun haben, immer von ihm ferngehalten. Wenn Sie also mit ihm reden, wogegen ich nichts habe, würden Sie bitte daran denken, dass mein Sohn einen ungefestigten Charakter hat. Ich sehe, dass er seinen Vater sehr gern hat, aber er hat natürlich eine falsche Vorstellung von ihm. Danke, Michael. Was hältst du davon? Ich weiß jetzt, wo ich ihn schon mal gesehen habe. Er war bei uns im Lokal.
stand an einem Automaten, hatte Streit mit einem Betrunkenen. Also Ross, ein Kellner, der in die Chefetage aufsteigt und bei Frau Korle ein- und ausgeht. Also laut Jakobsen ist dieser Ross eiskalt, völlig gefühlskalt. Ja, ist ja klar, muss er ja sein. Stoff, aus dem man Killer macht. Nein, nein, nein. Die interessante Figur, die ist ohne Zweifel Frau Korle. Sie ist nicht gefühlskalt. Sie ist es bestimmt nicht. Ich weiß, sie hat ihren Mann sehr geliebt und nun geht sie mit einem Kellner ins Bett und macht aus ihm ihr Werkzeug. Ja. Sag mal, geht der Hass seiner Frau wirklich so weit? Ja, wahrscheinlich. Harry, du musst jetzt völlig aufpassen. Also, tu nichts ohne mich. Ja. Ja, du liegst im Bett? Ja, gut, also ohne mich zu fragen. Jeder Schritt, den du jetzt tust, der ist lebensgefährlich, das weißt du doch, ne? Ja. Also, ich verschwinde jetzt wieder. Ja. Gute Nacht und gute Besserung. Danke, es wird schon. Jakobsen? Ah, hallo, Derek. Ich freue mich, deine Stimme zu hören. Klingt doch ein bisschen farblos, wie? Ja, sage ich ja dem Jungen die ganze Zeit. Okay. Okay. Ich werde mich in einen Engel verwandeln. Tschüss. Danke, Herr Dr. Meyer. Danke, ja. Es gibt keinen Universitätsangestellten Harry Klein. Aber es gibt einen Harry Klein bei der Mordkommission. Büro Derek. Er ist nicht da. Soll ich dir mal was sagen? Den habt ihr völlig falsch erzogen. Du hast dir Angst vor deinem eigenen Sohn. Halt den Mund! Das rate ich dir. Entschuldige. Was ist mit Ihnen los? Wie kommen Sie denn hierher? Die Adresse stand doch auf den Papieren, die Sie bei uns vergessen haben. Kommen Sie rein. Ich möchte mit Ihnen sprechen. Ich weiß einfach nicht mehr weiter. Es kann doch nicht alles falsch sein, an was ich denke. Ich habe da eine bestimmte Vorstellung von allem, von Leuten, von Menschen, von der Art, wie sie leben sollten, vom Leben selber. Es ist einfach notwendig, eine bestimmte Vorstellung zu haben, weil man ja auch danach leben muss. Ich habe mir die Vorstellung gemacht, die mir gefiel, die ich haben wollte. Das ist doch normal. Tja, und die Vorstellung, die ich habe, an die ich glaube, wenn die nicht stimmt. Dann müssen Sie sie ändern. Ja, wenn ich sie nicht ändern will. Dann frage ich mich, was Sie eigentlich hier wollen. Gut. Zeigen Sie mir, was mein Vater gemacht hat. Wollen Sie sich das wirklich antun? Ich muss es wissen. By how it shakes.
los geht's. Doch nicht hier, was machst du denn? Wenn du dich unbedingt umbringen willst, dann bitte woanders. Warum ist er denn so fertig? Ich habe ein bisschen gezeigt, was sein Vater hier alles so kontrolliert. Und das hat ihm nicht gefallen? Wie? Nein, nicht so sehr. Haben Sie ihm auch gesagt, dass er davon gelebt hat? Ja, das weiß er. Weiß er, wer Sie sind? Ich habe es ihm vorhin erzählt. Gehen wir? Wohin wollt ihr gehen? Ins Oriental. Mit ihm? Wissen Sie, was das bedeutet? Sie legen die Karten auf den Tisch. Ich habe keine andere Wahl. Sie fühlen sich nicht wohl, was? Nein. Wissen Sie, ich kapiere manchmal schwer. Ich glaube, ich habe noch immer nicht alles verstanden. Ihr Kollege, auf den geschossen wurde, ist der Meinung, dass Ross es war. Das ist eine Vermutung. Wir vermuten, dass er... Dass er es getan hat. Im Auftrag meiner Mutter. Weil ihr Kollege meinen Vater überführt hat. Genau. Wenn Sie es denn schaffen? Ja, ja. Gehen wir. Ins Oriental? We go, go, go! Verschwinden Sie, ich will nichts trinken! Ja, irgendwas können wir doch trinken. Ich will nichts. Lassen Sie uns alleine! Das ist ein Lokal. Da müssen Sie was denken. Ich heiße Korda. Wenn meine Mutter da ist, dann sagen Sie ihr, dass ich hier bin. Was Sie sagen, alles, was Sie sagen, hat etwas für sich. Aber ich möchte es nicht glauben. Und wenn ich es nicht glaube, dann habe ich Angst, dass ich einen Fehler begehe. Ross war jeden Abend bei meiner Mutter. Er blieb sehr lange. Und manchmal ging er erst morgens. Mal schnell telefonieren. Ja, geben Sie mir Intensivzimmer 212. Ja gut, ich warte. Yeah.
denn der Junge hin? Ich weiß. Der Mann ist Polizist. Das weiß ich ja. Er hat es mir gesagt. Was hat er dir gesagt? Dass mein Vater ein Mörder ist und dass du auch einer bist. Dass du jemanden angestiftet hast. Dass du diesen Mann angestiftet hast, auf den Polizisten zu schießen, der meinen Vater überführt hat. Das ist eine Lüge. Das ist überhaupt nicht zu beweisen. Aber ich weiß es. Jetzt weiß ich es. Ich habe mich dagegen gewehrt. Ich habe auch gesagt, das stimmt nicht. Das kann nicht stimmen. Aber jetzt, in diesem Augenblick, weiß ich, dass es so ist. Jetzt halt deinen Mund! Mach mal die Musik lauter! Yeah, go! Dance, dance, dance! Come on and dance! Der Herr Klein, was machen Sie denn da? Tja, ich bin mit dem jungen Korda hier. Der junge Korda? Sucht er denn solche Lokale? Ja. Stellen Sie sich vor, er interessiert sich plötzlich für die Geschäfte, die sein Vater betrieb. Wusste er das denn nicht? Nein, das wusste er nicht. Er hielt nämlich seinen Vater für einen Ehrenmann. Ach so? Ja, der natürlich nicht ist. So wie Sie keiner sind. Aber... Ja. Ja. Verschwinde hier, wir können dich jetzt nicht gebrauchen. Nein. Komm, geh schnell. Na, Kleine, wie geht's dir denn? Danke, gut, Herr Engels. Haben Sie damit auf meinen Kollegen geschossen? Erraten. Sie werden immer einen Zeugen haben. Den jungen Korda. Er wird den Mund halten. In dem Punkt irren Sie sich. Na, lass uns mal darauf ankommen. Achtung, jetzt durch die Polizei! Hut ab. Nur, was ich mir gedacht habe, ich habe mir gedacht, jetzt aber voll drauf und holt mir den Harry Klein da raus. Den Inspektor Klein, der einfach nicht auf den Rat erfahrener Leute hört. Ja, ja, was ich mir beinahe schon gedacht habe. Dank dir für die Hilfe, Stefan. Er schläft heute Nacht bei uns. Und morgen ist wieder ein neuer Tag. There is you.
you are my way, I believe.